Jo Leute, willkommen zurück zu Ever Oasis. Uns fehlt noch ein Stempel für den Handwerksbazar und wir gehen erstmal schlafen. Vielleicht sieht dann morgen schon wieder alles ein Tick besser aus und wir kommen weiter vorwärts. Vielleicht kriegen wir ja auch Besuch von anderen neuen potenziellen Oasenmitgliedern. Schauen wir mal. So, und ist jemand dabei oder nur Pinguhus? Ach, da ist doch der Händler, den haben wir doch schon mal gesehen. Und noch eine Person, die aber, glaube ich, schon mal da war. Gut, der Händler ist neu. Das ist ganz gut. Oder doch nicht? Er ist doch alt. Isa, die ist doch neu. Die war noch nicht da. Okay, ja, die haben wir auch getroffen, glaube ich, letzte Folge. Oh je, hier ist bestimmt viel los. Aber ich habe versprochen, dass ich hierher komme. Also sollte ich mich daran halten. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Da können wir einige Schalter betätigen mit der. Und ich denke auch, dass sie uns ordentlich weiterhilft, weiterzukommen. Wir sollten sie halt absolut in unserer Oase begrüßen. Ich hoffe, dass sie gleich da bleibt, ohne dass wir irgendwelche Sonderquests erledigen müssen. Und wenn wir Glück haben, haben wir dann auch schon unsere fünften Lichtgeist hier in der Oase. Und dann fällt uns das alles um einiges einfacher, hoffe ich doch. Es macht wenig Sinn, einen Bazar zu starten, ehrlich gesagt, wenn diese ganzen Läden nicht wirklich beliefert sind. Aber ist mir eigentlich egal, denn für die Story müssen wir was machen. Und dann machen wir das auch, denke ich. So, jetzt reden wir erstmal mit Isa. Hallo, du weißt noch, wer ich bin, oder? Isa ist mein Name. Wir haben uns neulich getroffen. Schön, dich wiederzusehen. Danke für all deine Hilfe. Ich möchte dir ein kleines Dankeschön geben. Puh, wir müssen keine komische Quest erledigen. Ich hoffe, ich darf mich deinem Gefolge anschließen. Natürlich darfst du das. Ich hoffe, wir haben jetzt 5 Lichtgeister und können direkt mit der Story weitermachen. Das wäre sehr schön. Ja, Isa von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Brote bauen. Okay. Das hätten wir. 25 Gefolgsleute. Die Oase kann weiterentwickelt werden. Haben wir jetzt 5? 1, 2, 3. Verdammt. Na gut, dann weiß ich, wie wir jetzt weitermachen. Sprung in den Schrein. So, erstmal die Oase weiterentwickeln. Guten Tag, Esna. Guten Morgen, Tattoo. Dein Gefolge ist ja ganz schön gewachsen. Bei so viel zufriedenen Bewohnern liegt es bestimmt in meiner Macht, diese Oase zu, was weiß ich. Also dann, los geht's. So. Überspringen. Ja. Überspringen. So. Okay, ist wieder größer geworden. Das trifft sich gut. Vielleicht ist ja jetzt dann doch noch ein Lichtgeist mehr da. Wir können auf jeden Fall jetzt mehr Geschäfte eröffnen. Das ist sehr gut. Und im Garten hat sich dann doch auch noch was verändert. Und der ist doch auch ziemlich viel größer geworden. Das heißt, wir können noch mehr Saat anbauen. Und hier ist auch nochmal ein Stück weit alles gewachsen. Alles sieht ein Ticken grüner aus. Ja, doch. Das ähnelt schon fast einem Tropenparadies. Kann man doch schon fast sagen, doch. So, hätten wir das Oasenlevel gestiegen, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Der Brunnenplatz ist doch größer geworden. Die große Straße wurde eine Stufe größer und nun kannst du dort 3 Knospenläden mehr bauen. Der Garten ist noch größer geworden. Tattoo, halt dich fest. Der Brunnenplatz ist größer geworden. Ob auch neue Lichtgeister da sind? Die große Straße und der Garten sind auch gewachsen. Du hast jetzt also noch mehr zu tun. Na gut, dann können wir ja jetzt definitiv das anbauen, was wir schon die ganze Zeit anbauen wollten. So, das macht Sinn, dass wir jetzt hier hingehen. Wir brauchen gar nicht zu gucken. Wir wissen, dass mehr Lichtgeister hier sind. Oh, wir haben einen Haufen Rezepte freigeschaltet. So, dann einmal bitte hier ganz runter. Ja, wir können es pflanzen. Das machen wir auch direkt. Ja, mach schneller.
Und das pflanzen wir auch direkt hier komplett überall hin. So. Zack. Haben wir 6 Stück. Sehr gut. Hoch da. So, dann nochmal. 5 Lichtkornsaat. Schneller bitte. Ich find's blöd, dass er jetzt immer die Animation da rechts hat. Wäre cooler, wenn wir das einfach so einpflanzen könnten. Natürlich, man kann jemanden beauftragen, das zu machen, aber das dauert alles länger und das bevorzuge ich nicht. Deswegen ist das für mich eher, naja. So, bitteschön. Haben wir alles. So, jetzt hierhin. Kichererbsensaat. Erbsensaat. Machen wir mal hierhin. Ja. Zack. Zack. Alles rein, bitte. Okay, passt. Perfekt. Alles cool. So. Andererseits, wenn wir jemanden beauftragen, können wir länger auf Quests gehen. Und bekommen trotzdem hier unsere Ernte. Das ist der andere Vorteil halt dadurch. Und die Quests werden mit Sicherheit auch länger. Kann sein, dass sich das auf jeden Fall noch irgendwann lohnt. Lass uns mal hier wieder nach links gehen. Der blaue Pfeil blinkt. So, da sind wir auch schon. Warte, was war das hier? Kein Sand, okay. Würde mich auch stark wundern. Die ganzen Läden hier blinken, ey. So, jetzt können wir hier oben. Ah, hier ist was. Die Questrolle. Ist das jetzt erledigt oder? Nein, ne? Nee. Nee, ist nicht erledigt. Egal, dann würde ich sagen, bauen wir hier. Was können wir hier machen? Kommen wir dann. Wo kommen wir da hin? Ah ja, okay. Da kommen wir hier hin. Okay, gut zu wissen. Genauso wie von da unten. Alles ganz schön verzweigt hier. Man checkt gar nichts mehr. Gut, bauen wir mal. Große Straße. Okay. Hier drüben wollen wir weiterbauen. Jetzt haben wir... Was haben wir hier für Läden? Handwerk, Gewand. So, Handwerkladen haben wir hier. Feinkostladen. Bauen wir hier einen... Das sind alles hier Feinkostdinger. Es macht halt Sinn, diesen... ja, ich möchte den hierhin machen. Ja, dann mach mal schneller. Bam. Und zack. So, wie sieht der Laden aus? Ich möchte es mir natürlich angucken, deswegen überspringe ich das wieder mal nicht. So, und zack, raus da. Okay. Schön. Wie sieht der Laden aus? Und da ist er. So. Das hätten wir. Jetzt müssen wir aber eine Sache noch erledigen. Voila, von diesem Tag an wird dies meine Festung sein. Ach was, ich meine mein Knospenladen. Gut, dann viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir können das auch beliefern. Und dieser Laden hier muss woanders hin. Es ist ein Handwerksladen. Das hier ist ein Gewandungsladen. Den müssten wir wo ganz anders hin tun. Also der ist Handwerk, der ist Handwerk. Aber was habe ich denn hinten? Lass uns den mal entfernen. Und den hier auch. Ja. Okay, das machen wir auch weg. Ja. Das machen wir auch weg. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, weil wir müssen das irgendwie so ein bisschen schlau sortieren hier. Das auch weg. So, und jetzt hier, wo haben wir es denn? Hier. Feinkost. Feinkost. Warte mal. Deutlich deren Umsatz haben wir keine. Dann machen wir erstmal das hier hin. Können wir ja dann
noch sowas hier besorgen. So, okay. Was haben wir jetzt hier noch für Läden? Haben wir noch ein paar Feinkostläden? Muss ich jetzt mal gucken. Musikrad. Was bringt das? Erhöht die Anzahl roter Pinguhus, die die Oase besuchen. Nee, brauchen wir jetzt nicht, weil das Ding ist, so viel können wir gar nicht liefern. So, Imbissranke. Oder geben die mehr Geld aus? Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, Läden. Gewand, Handwerk, Feinkost, Brot. Okay, der ist doch hier perfekt, oder? So, dann machen wir den Brotladen mal hier auf. Ja, und da ist er auch schon gleich, zumindest. Sofern das hier wächst. So, es regnet mal wieder. Wie so oft zurzeit. Zack, und gewachsen. Und bam. Da ist er, unser Brotladen. Jetzt können wir Leute anlocken, die gerne Brot essen. Weiß ich nicht, ob es welche davon gibt. Mit Sicherheit werden davon noch welche kommen. So, Brotladen steht. Gut. Na dann. Aber was tue ich bloß, wenn ganz viele Kunden auf einmal kommen? Nein, ich darf keine Angst haben. Ich schaffe das. Okay. Das hätten wir. So, dann, was haben wir hier noch? Gewand, Stoffhandwerk, Handwerksladen, Luftballons. Okay. Also, die zwei sind Handwerk, 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 Gewand. Okay. Ich gucke jetzt mal, das ist auch Gewand, den mache ich auch mal weg. Und jetzt bauen, aufhören. Und jetzt gehen wir mal zur großen Straße. So, bauen. Neuer Bereich. Nicht große Straße, neuer Bereich meinte ich natürlich, ja. So. Gewand, Handwerk, Handwerk, Gewand, Handwerk. Okay. Also der Trommelladen ist ein Handwerksladen. Gewand, Handwerk. Dann kommt der hier auch rüber. Ach, das ist auch blöd, ne? Ja, das ist blöd. Diese Stelle hier drüben ist sowieso blöd. Da muss man ein bisschen weiter gehen. Okay, aber auch hier ist es ziemlich blöd, das Ganze. Aber gut, Gewand, Handwerk, Gewand. Der kommt weg da. Spielzeugladen ist weg. Gewandungsladen. Handwerk, Handwerk. Kommt auch weg. Kommt auch weg. So, jetzt das hier auch weg. Erstmal. Das auch. So, und jetzt haben wir. Es macht Sinn, vielleicht sogar eher. Na gut, ja doch. Es macht mehr Sinn, das hier hin zu machen. Oder hierhin. Könnten wir es auch machen. Egal, lassen wir es mal so. Jetzt haben wir hier Gewandladen. Und jetzt müssen wir hier den hier am besten wieder hin tun. So, Webdeckenladen ist da. Okay, jetzt haben wir den. Ja, der bleibt da auf jeden Fall. So, jetzt brauche ich den nächsten. Handwerk, 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 Gewand, Bücher. Okay. Ja, Handwerk kommt hier hin. Gut. Dann bau mal den Laden. Der ist auch neu. Ich habe aber jetzt keine Lust mehr hier. So, schneller. Passt. So, danke Häuptling Tattoo. Ich werde mein Bestes geben. Gut. Schön für dich. Und für mich auch. So, das hätten wir. Jetzt haben wir hier noch zwei Stellen. Ich habe 4 Gewandungsläden. Und wie viele habe ich von den anderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Macht mehr Sinn, die eigentlich hier hinzumachen, ne? Ja, macht viel mehr Sinn.
Handwerksladen, Spielzeugladen. Dann weg mit dir. Ja, müssen wir nochmal umbauen. Dann kommen die nämlich drüben hin. So, okay. Bücher. Warte mal. Ups, wo bin ich denn jetzt? Ganz verwirrt hier. So, Windrad kommt wieder hier hin. Dann... Nein, der Windradladen, der ist da nicht optimal. Der muss hier hin. Weil der schon Stufe 2 ist, genauso wie der... Warte mal, der ist da ganz falsch. Da muss... Warte, ich habe jetzt Handwerk. Handwerk habe ich gesagt. Handwerk. Habe ich noch einen Handwerkladen Stufe 2? Handwerk. Der hier. Kommt dahin. Dann... Wo ist der nächste? Hier, Gewand. Nein, was mache ich da? 1, 2, 3, 4. Und die nächsten, wo sind die anderen Handwerksläden noch? Hier, der noch. Luftballons. Und... So, dann... Bücherladen können wir noch machen. Mach hier hin. Bücherladen. So. Kostet ganz schön viel. So, das hätten wir. Na dann, bitteschön. Viel Spaß in deinem Bücherladen. Mit einem derart eindrucksvollen Bücherladen werde ich die Oase im Nu von der Welt der Literatur begeistern. Viel Spaß dabei. Ein Umbau hier, ey. Das ist krass. Echt. So. Nächste Runde. Was waren das? Handwerksläden alles. Dann brauchen wir jetzt auch einen... Irgendwas, was den Handwerksladen zugutekommt. Feinkost. Wir haben nur die Dinger hier, ne? Ja, dann ist das halt so. Kommen halt die Dinger hier, ja. Da können wir nichts mehr hinmachen. Da kann noch so ein Ding hin. Bleib bitte dort. Und da auch. So, lassen wir das. Ja, bauen aufhören. So, große Straße. Muss auch mal sein. Bauen. Große Straße. Ich weiß, das dauert alles ziemlich lange, aber muss sein, wie gesagt. So, dann hier Webdecken kommt hier hin. So, dann haben wir... Ja, die anderen haben nur 3. Können wir einfach so hier hinsetzen. Alles klar, haben wir auch. Und Stoffe haben wir auch. Stoffe ist sogar schon ein Tick höher. Ja, passt perfekt eigentlich so. Ja, warte. Quatsch. Wir sind noch nicht fertig. Und zwar können wir jetzt noch hier in den Bereich hier... Nicht in den neuen... Oh, du Idiot. Muss sein. Tut mir leid für diese Folge, aber man muss das machen. Große Straße. So, jetzt. Letzte Vorbereitungen treffen. So, hier hin. Kommt. Nein. Das hier. Ja. Haben wir das nochmal? Ja. So, perfekt. Gut, passt. Alles gut. Bauen aufhören. So, jetzt ist alles perfekt angepasst. Mehr können wir auch nicht bauen im Moment. Mal gucken, ob wir uns einen Stempel abholen können. Können wir liefern? Ja, können wir. Zweimal. Ich denke, das wird dich schon freuen. Du bist bestimmt dabei mit einem Stempel. Nein. Schade. Vielleicht du mit den Webdecken? Vielleicht hast du vielleicht einen Stempel für mich. Nein. Auch nicht. Ich will meinen Stempel haben, meinen letzten. Aber den kriegen wir mit Sicherheit jetzt noch. So, nein, da ist er nicht. Das ist blöd. Okay. Hier vielleicht. Na, liefern wir mal einmal. Vielleicht reicht es ja schon, um einen Stempel abzuholen. Ja, reicht. Gut, Handwerkskarte ist voll. Sehr gut. Dann würde ich sagen, du hast genügend Stempel auf der Handwerkskarte. Der Handwerksbazar kann nun veranstaltet werden. Gut, das machen wir auch direkt. Aber bevor wir das machen, gehe ich nochmal
kurz zum Brunnenplatz. So. Und beim Brunnenplatz können wir uns jetzt erstmal wieder Items holen. Und zwar hier. Wenn schon, denn schon. Zack. Und in der Story können wir dann nächste Folge weitermachen, definitiv. Weil wir haben ja dann das, was wir brauchen. So, dann würde ich jetzt gern alles hier beliefern nochmal. Materialien zuteilen. Nein. Hier haben wir... Nein. Nein. Hier geht auch nicht. Aber ich weiß gerade nicht, ob wir vielleicht nicht erst das ernten sollten und dann den Handwerksbazar starten. Sonst ist das vielleicht dumm. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen die noch so ein Handwerk. Na, aber eigentlich nicht, ne? So, das haben wir. Das hier noch beliefern. Ich weiß, das hat jetzt alles lange gedauert. Aber das ist halt nötig. So, dass wir neue Bewohner in die Oase kriegen und alles hier aktuell halten. So, gut. Das hätten wir. Mehr können wir nicht beliefern. Ich würde sagen, dass... Machen wir jetzt. Einmal beliefern hier alles, bitte. Haben wir. Gut. Dann wäre es das. So, jetzt einmal Sprung zum Schrein. So, und dann starten wir doch den Handwerksbazar mal, oder? Bazar veranstalten. Ja. Du willst einen Handwerksbazar abhalten, dann beginne ich am besten gleich mit den Vorbereitungen. Ich bin schon gespannt, was es morgen alles geben wird. So, dann viel Spaß beim Handwerksbazar. So, da wären wir. Wie sieht's aus? Okay, der Bazar geht los. Ich bin gespannt, welcher Laden am meisten Umsatz bringt. Mal schauen, in welchen Laden sie reingehen. Sehen wir ja jetzt gleich. Ah, da haben wir auch schon die ersten neuen Besucher, die sich hoffentlich in der Oase niederlassen. 123 Besucher. Neuer Rekord wahrscheinlich. Ziemlich krass. Beste Knospenladen. Suppen von Hosni. Okay. Wenn das so ist, wundert mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil das ein Handwerksbazar ist. Aber soll mir recht sein. Gut. Gesamtumsatz 3743. Geht schon, ne? Ich glaube, das ist sogar der höchste Umsatz, den wir bis jetzt erwirtschaftet haben bei so einem Bazar. Tattoo, danke für deine Hilfe. Ich glaube, der Bazar hat allen gefallen. Ich bin so froh. Es waren so viele Leute da und es gab so viele Knospenläden. Ach, oh, wie wäre es, wenn du die Bewohner auch mal fragst, wie sie es fanden? So, das ist die Statistik. Suppenladen am meisten Einnahmen gebracht. Zufriedene Bazarbesucher haben dir ein Geschenk gemacht. Erhalten Krokodil-Vocado. War schon richtig. Okay. So, dann würde ich mal behaupten, wir gucken uns mal um, was die Leute zu dem Bazar zu sagen haben. Und gucken uns mal diesen Krokodil-Vocado an, wie das Ding aussieht. Und wir könnten wahrscheinlich auch hier mal vorbeigucken, ob das Zeug schon gewachsen ist, das wir gepflanzt haben. Aber wir waren dumm, denn wir müssen... Ach, wir können das nicht gießen. Na gut, dann geht das halt nicht. Können wir hier gießen? Nein, können wir nicht. Vielleicht hat es auch mit nachts zu tun, dass das nicht geht. Ja, wahrscheinlich. Egal. Ich glaube, das müssen wir auch nicht mehr gießen. Es sprießt ja schon. Das ist ja auch ein Unterschied. Deswegen geht das auch nicht mehr. Ja, ist ja ganz klar. So. Gut, weiter. Und schauen wir mal, was die Leute uns sozusagen haben hier. Also hier gibt es auf jeden Fall wieder Kohle. Der Laden ist leider immer noch ausverkauft. Der Laden können wir die Quest nicht machen. Da auch nicht. Da ist heftig viel Kohle drinnen. Oh ja, und wie. Da holen wir uns auch die Kohle gleich noch mit ab. Und die da hinten auch. So, das hätten wir. Gehen wir hier gleich weiter, wenn wir schon dabei sind.
und gucken, ob vielleicht die Leute hier uns irgendwas zu sagen haben. Also wir gucken uns jetzt einmal hier kurz hier Auszeichnung an. Alte Säulen. Wo ist das Kroko-Dingens? Straßen. Auszeichnungen. Hä, war das... Egal. Schauen wir mal hier. Muschelweg. Gibt's jetzt auch. Könnten wir theoretisch auch machen. Möchte ich gerne mal angucken. Muschelweg. Gut. Jetzt haben wir Muschelweg. So. Wie sieht das aus? Möchte ich gerne sehen. Gehen wir mal darüber und gucken, wie der Muschelweg aussieht. Ob er hier auch schon losgeht. Sehen wir ja gleich, ne? Hä? Was war das jetzt? Ich habe auch nicht gelesen, was da stand. Ist doch ein bisschen blöd, wenn man das nicht macht. So. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich irgendwo anders. Und nicht da vorne. Aber sehen wir ja gleich. So, einmal hier schnell. Zack. Gucken wir mal hier drüben. Ganz kurz. Und dann gehen wir schlafen. So. Okay. Das Ding ist wieder voll. Hier ist auch kein Muschelweg. Das wundert mich ein bisschen. Ah ja, warte. Ich glaube, ich weiß, wie das ging. Man musste ja aufbauen, oder? Neuer Bereich. Da können wir ja die Straße dann dahin machen, ne? Wenn wir... Nein. So. Hier. Muschelweg. Ah ja, okay, so sieht das aus. Gut, das machen wir jetzt einfach mal hier hin. Bauen aufhören. Ja, jetzt haben wir hier Muschelweg. So sieht das aus. Naja, da finde ich das andere schon ein bisschen schöner eigentlich. Egal, wir lassen das jetzt mal. So, und jetzt können wir zum Baumhaus wieder zurück. Genau, hier sind wir richtig. So, Heilfrucht. Hier vielleicht noch Heilfrucht. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt schlafen und gucken, was am nächsten Tag passiert. Ein paar Minuten haben wir bestimmt noch, die wir uns Zeit nehmen können. Schlafen. Ja. So, dann mach mal gute Nacht. So, und was passiert hier jetzt? Okay. Ja, neue Besucher. Da ist auch schon die erste Person. Die hat sich anlocken lassen durch diesen Bazar, denke ich mal. So sieht es aus. Ja. Und jetzt ist hier sogar schon gepflastert der Weg. Nicht schlecht. Da wäre ich also in der Oase der Sprösslinge. Ich hoffe, hoffentlich findet hier bald wieder ein toller Handwerksbazar statt. Okay. Ja, vielleicht. Mal schauen. Müssen wir schauen, was du jetzt sonst noch so für Bitten an uns hast oder ob du dich gleich niederlässt. Sehen wir ja dann. Ich würde sagen, das machen wir auch noch. Wir gucken. Nein. Hier. Einmal zum Brunnenplatz, bitte. Denn beim Brunnenplatz sollte die Person sein, die wir eben begrüßen durften, beziehungsweise sehen durften. Backback. Da bist du ja. Ich bin der Backback. Voll knuffig, oder? Passt zu mir, findest du nicht? Übrigens, sehr schade, dass der Handwerksbazar schon wieder vorbei ist. Ach, egal. Beim nächsten Handwerksbazar bin ich auf jeden Fall wieder dabei. So, gut. Ja, dann er lässt sich wohl hier nieder, denn er hat nur den einen Wunsch gehabt. Ich hab's. Ich ziehe einfach hierher. Dann bin ich beim nächsten Mal ganz vorn dabei beim Handwerksbazar. Ich bin so schlau. Ja, bist ja auch ein schlauer Fuchs. Gut, sieht zumindest ein bisschen so aus, ne? Backback von dem Volk der Venet hat sich in der Oase niedergelassen. So geht das. So macht man das. Einfach mal so nebenbei noch hier so einen neuen Kollegen. Und der Backback, der kann bestimmt irgendwas backen oder so. Nein, kann er wahrscheinlich nicht. Guten Morgen. Ach, ich stolziere heute nur so vor Energie. Ich strotze heute nur so vor Energie. Ich habe mich die ganze Nacht so auf den Morgen gefreut, dass ich gar nicht geschlafen habe.
Aber ich bin trotzdem fit. Wenn du eine Expedition startest, lass mich bitte mitkommen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich jetzt ab und beende an dieser Stelle die Folge. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir nächstes Mal weitermachen. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht überlege ich mir das, bevor ich am besten nächstes Mal die nächste Folge mache. Und dann würde ich sagen, sieht man sich in der nächsten Folge wieder von Ever Oasis. Bis dahin, ciao! Hier geht's zur Playlist von Ever Oasis. Außerdem gibt's hier immer die neuesten Videos. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, ciao, euer Falaba.